Ein einigermaßen starker Markt ist heute der Wocheneröffnungs- oder der Wochenauftakt hier. Wir sehen, dass der DAX im Moment gar nicht so schlecht unterwegs ist. Index bei 12.716 und damit sich von seinen letzten Tiefs wieder ein bisschen entfernt. Und offensichtlich hat er das Interesse, nach diesem Rücksetzer hier, was wir hier haben, jetzt dann nochmal hier so diese Fortsetzung zu bringen. Das wäre zumindest mal so die Idee, um dann, um in das größere Bild überzugehen, eigentlich Folgendes zu erwarten, dass wir hier nach dem Rücksetzer so eine ABC-Kiste bekommen und dann wird abgerechnet. Dann wird nämlich geguckt, ob es tatsächlich so oder so weitergeht. Also insofern ist das hier alles noch nach Plan. Wer hier mehr Details haben will, ich hatte am Wochenende ein Video gemacht, guckt es euch einfach an. Es ist auch hier bei finanzmarktwelt.de natürlich abrufbar. Also insofern, wer das übergeordnete Bild einschätzen will, der hat da nochmal eine Idee. Aktuell also gar nicht so schlecht, was der Markt macht. Der Dow Jones beispielsweise hier, der Future, also im Intraday-Handel im Moment, bricht massiv nach oben aus. Hier ist im Moment noch gar nicht irgendwie was zu sehen, was sehr spannend ist, also nichts Negatives zu sehen. Was sehr spannend wird, ist, schafft er es, hier drüber zu gehen? Im Moment sieht das so aus. Also jetzt, nachdem wir so hochgelaufen sind, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da auch nochmal drüber gucken, ob er das dann als einen Startschuss nach oben nimmt oder ob das dann im Prinzip nur so ein Ausbruch ist, um dann runterzulaufen. Das werden wir dann sehen. Wir haben ja ein ähnliches Szenario eigentlich beim S&P 500. Der hat das allerdings schon eine Weile überschritten gehabt. Also wenn wir uns das hier angucken, hier war das entsprechend gleiche Hoch. Kaum zu glauben. Das ist das Hoch, was wir hier bei der FED-Entscheidung hatten im Juli. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Nein, das ist es gar nicht. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich bin ja völlig falsch. Hier ist es nämlich eigentlich im Juno. Das kommt davon, wenn man mit unterschiedlichen Zeitebenen unterwegs ist. Hier ist der Tageschart beim Future. Und um es besser vergleichbar zu machen, machen wir das jetzt hier auch mal hier oben. Dann sehen wir, da ist der überschießende Teil. Also der Markt hier schon ein gutes Stück drüber hinausgegangen. Ist die Frage, ist das jetzt die Liebeserklärung an den Bullenmarkt? Passiert jetzt hier das Gleiche? Es gibt im Moment keine Anzeichen für Short. Auch wenn ich so gerne eigentlich hier so einen Rücksetzer nochmal sehen würde, auf den zu zählen schon ist im Moment gefährlich. Ich würde einen Totenkopf hinzeichnen, wenn ich so schnell könnte. Also, jetzt auf die Short-Seite blindlings einfach zu wechseln, das ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders. Natürlich kann es jederzeit runtergehen. Das deutet sich im Moment beim Nasdaq ein wenig an. Denn der Nasdaq ist eben nicht in dieser starken Situation. Im Gegenteil, der hat relativ schwach angefangen, sich dann hochgearbeitet, wieder stark nach unten, dann wieder ein bisschen hier nach oben gearbeitet. Und wenn man sich dieses Muster anguckt, also das ist jetzt noch geraten, das wissen wir nicht, aber das sieht alles ziemlich nach in etwa, zeichnen wir es hier ruhig im Stundenchart, 1, 2, 3, 4, 5 aus und dann wackelig nach oben und dann nochmal wieder nach unten und dann. Das ist die Frage, die wir übergeordnet uns angeguckt haben in dem anderen Video. Aber für uns jetzt erstmal die Aufwärtsrichtung, was wir beim Nasdaq haben, die ist alles andere als wirklich verheißungsvoll. Ja, sie geht nach oben, gar keine Frage. Es ist eine Aufwärtsbewegung. Kann man relativ leicht erkennen. Hier war das Tief aktuell stehen wie hier, kann nichts anderes als aufwärts sein. Allerdings sehen wir schon, dass der Markt hier wirklich kämpft, nämlich stark nach unten, auch hier zwischendurch stark nach unten geht und dazwischen es wirklich sehr schwierig nimmt. Also wir sehen, beim Nasdaq hat das Bild tatsächlich gedreht. Das ist noch keine Garantie, dass der Kurs jetzt wirklich massiv nach unten wegbricht. Aber wir sollten uns zumindest beim Nasdaq aktuell eher auf der Short-Seite die Orientierung finden. Wer Intraday unterwegs sein mag, ist herzlich eingeladen, solche Situationen zu nutzen bei Wackeleien hier nach oben. Also das, was wir hier im Großen haben, was wir hier im Großen haben, nämlich Schub in die eine, wackelig in die andere, Fortsetzung nach unten, das gilt ja grundsätzlich auf der kleinen Ebene ebenfalls. Also insofern, wer sowas hier heute Nachmittag sieht, der ist da herzlich eingeladen, da nochmal mit von der Partie zu sein. Und ich hatte es heute als sogenannten Trade des Tages angekündigt. Wer es nicht weiß, Link ist hier unten drunter auch nochmal. Das ist Gold. Ich will es gar nicht so sehr ins Detail gehen, wie wir was machen. Wir sind nämlich etwas abgewichen von unserer typischen Sichtweise und der aktuelle Markt bietet uns nämlich zwei hervorragende Chancen, die wir uns nicht entgehen lassen wollen. Natürlich immer mit dem Vorbehalt, na, wird es denn auch so kommen? Aber durch die Stop-Mechanik, die wir uns für diese Trading-Idee ausgesucht haben, glauben wir, dass wir günstig aufspringen können, egal was der Markt macht, um dann mit dabei zu sein.
Wer ein bisschen mustermäßig noch unterwegs sein will, der ist eingeladen, hier mal so ein bisschen drauf zu gucken. Ich weiß noch nicht genau, wie wir es zählen müssen, aber zumindest mal deutlicher nach unten, wackeliger nach oben. Das würde uns gegebenenfalls nochmal hier einen Trigger für die Shortseite geben. Aber wichtig ist gegebenenfalls, ob der wirklich das bricht, wissen wir nicht. Im Moment ist er nämlich relativ stark hier auf der Oberseite. Jetzt habe ich was angefangen. Ja, super. Wenn ich schon die Linien gelöscht habe, dann kann ich auch alles andere löschen. Das sind ja hier unsere Standardlinien für so eine Situation. Also wir sehen, dass hier der Markt jetzt eigentlich so dieses ABC hat. Aber dadurch, dass das hier hinten so steil ist, jetzt hier einfach pauschal auf Short zu setzen, ist natürlich ein Wagnis. Deshalb, wer mag, guckt hier unter der Lupe wieder. 5-Minuten-Chart beispielsweise. Wackelt es nach unten, Trigger auf der Long-Seite suchen, geht es steil runter und wackelt es nach oben, Trigger auf der Short-Seite suchen. So einfach kann die Welt eigentlich sein. So, das ist mal der Beitrag hier von dieser Seite. Ich drücke euch jetzt alle Daumen, guckt es euch selber an, den Trade des Tages. Wir sehen uns in den Märkten. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.